Nächster Halt, die Farm von Kumpel Franz. Mit seiner Hilfe hat Conny seinen Bus gefunden. Und die nötigen Papiere zur Überführung hat Franz auch besorgt. Franz kenne ich aus alten Tagen noch aus Texas. Der kam irgendwann mal bei uns aufs Gelände, hat sich gleich angeboten, mit zu helfen. Und wir haben, ich glaube, den Fußboden verlegt im Haus Blankenese. Blankenese oder die Terrasse gebaut? Oder die Terrasse, irgendwas? Ja. Dadurch haben wir ihn früh kennengelernt. Da war er noch nicht in Amerika. Hatte aber in der Nähe ein Haus gehabt und hat da sein Business gehabt. Hat Autos in Amerika aufgekauft oder Mopeds aufgekauft und hat die dann nach Deutschland geschifft. Und irgendwann, 1, 2, 3 Jahre später, hat er mich mal angerufen. Conny, ich habe die Green Card gewonnen. Und dann ist er zügig nach Texas gezogen. Ein See weiter, in der Nähe von uns. Und seitdem kennen wir uns eben, das ist schon sehr, sehr lange her, 15 Jahre oder so. Und wir haben gemerkt, dass wir so ziemlich aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Wir sind wieder da, wir haben es geschafft. Gerade eingeflogen. Du gehst darüber, ich geh darüber. Hi, Manu. Hi. How are you? Hi. Wie geht's? Gut. Guten Flug, wie geht's? Hi. Hallo. Alter, Mann, harte Keule, hä? Was ist dir das so? Ja. Wie war's? Guter Flug? Jo, so wie immer, ne? Okay, Conny und ich, wir sind ja schon ein altes, eingespieltes Team. Wir haben ja damals am See, wo er sein Haus gebaut hat, wenn es mal richtig zur Sache ging, hat er mich öfters mal gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Mit Conny zusammenarbeiten muss man sich schon verdienen. Das ist nicht so, dass man da hinkommen kann und sagen, hey Conny, ich helfe dir. Das sagt er von vornherein lieber, hey, nee, lass mal gut sein. Ich will dir nicht alles erklären müssen. Ich bin sozusagen schon ohne Sprachanweisung, weiß ich schon, was Conny will. So, wenn wir was zusammen machen, wir wissen absolut genau, was der andere will und was er nicht will. Und wegschucken brauchen wir uns ja gar nicht. So, da gibt es auch keine Gefangenen am Ende vom Tag. So, das funktioniert. Ist angenehm, mit ihm zu arbeiten. Der Bus steht schon bereit. Eigentlich könnte es gleich losgehen. Ja, wenn da nicht die Sache mit dem Sofa wäre. Ich dachte nicht, der Rasenmäher, den könnte ja, ja, ja. Den können wir da hinten reinstellen. Ja. Okay. Sollen wir hingehen? Sollen wir anschauen? Ja. Okay. Wir haben ein paar Probleme mit dem Sofa gehabt heute. Oh ja, was ist mit dem Sofa? Erzähl. Wir waren da, wir hatten schon alles bezahlt und hast du nicht. Und dann wollten wir zum Pickup. Sind wir da hin. Und dann sagte die, das ist in irgendeinem Hochregal, irgendwo am Ende von der Halle. Und das ist erst heute Abend um 9. Jetzt also haben wir kein Sofa. Jetzt haben wir kein Sofa. Jetzt Hängematratze? Hängematte. Ja. Wir gucken mal, ob wir den Sitz da drin, ob wir den verschieben können oder was. Ansonsten, ja, ich glaube, den kann man verschieben. Ansonsten müssen wir gucken. Du hast ja auch noch irgendwas im Petto. Ja, Heuballen habe ich auch noch. Das passt. Oh ja, das ist mal. Oder ein Eimer. Ja. Ein Eimer. Und dann gleich im Klo, wenn man es rumdreht. Ne? Praktisch für mich. Ne? Franz hat den Bus inzwischen auch zugelassen und hat sich ein schönes Nummernschild für U2-Fan Manu ausgesucht. Ach so. Cool, oder? Ah. Ja. U2. Private Bus. Ach ja, das sind ja ganz neue Nummernschilder. Stimmt, ja. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Einsteigen. Der einzige Sitzplatz im Bus ist ganz hinten. Das ist schlecht, denn Manu hat auf Reisen sehr wichtige Jobs zu erledigen. Wir erinnern uns an ihren letzten Roadtrip vor einem Jahr, als sie mit einem Mietwohnmobil quer durch die Vereinigten Staaten gefahren sind. Also während der Fahrt, ja, ich fahre, klar, logisch. Conny kann ja nicht so wahnsinnig viel machen während der Fahrt. Ne? Also von daher bin ich dann dafür zuständig, Wasser zu besorgen, Brot zu schmieren, Apfel zu bringen. Hier kommt ein Brot. Danke. Wie das? Ja. Dann. Was denn noch? Musik anmachen. Sorge mal ein bisschen für unser Entertainment, ja? Ja. Das heißt, oh, Wisconsin. Kentucky, Woman. Navigation. Wo bist du denn hin? Na, wieder in die Richtung. Das ist alles so mein Bereich. Also muss der Sitz weiter nach vorn? Oder Conny? Also wenn es nach mir gehen würde, könnte sie ganz weit hinten sitzen. Und ich hätte endlich meine Ruhe beim Fahren.
Ich sitze da und rede mit mir selber, höre Musik und gucke aus dem Fenster und singe. So ganz weit weg von Conny. Jetzt nehmen wir den Sitz da hinten los. Das sind 4 Schrauben. Das weiß ich, kenne ich ja noch. Hier ist es sogar noch einfacher als die bei den alten Bussen. Bei den alten, die hatten nicht diese Schienen hier drin. Da haben die das durchgeschraubt und dann musste einer unten gegenhalten und oben schrauben. Das habe ich mit Manu mal gemerkt. Deswegen ist das relativ einfach. Wir nehmen den Sitz einfach von da und schrauben den hier irgendwo an. Und dann kommt Connys neuer Akkuschrauber doch tatsächlich am ersten Tag zu seinem ersten Arbeitseinsatz. Das ist schon sehr weitsichtig. Ein echter Profi halt. Und ruckzuck sitzt ihm sein Engelchen wieder im Nacken. Wir wollten einfach noch mal gucken, was sie gemacht haben. Ja, wir müssen jetzt noch mal nach den Radmuttern gucken. Aber du kannst dich ja mal hinsetzen. Ja. Haha. Ist das genug Bahnfreiheit? Ja. Dann kann ich ja so. Ja. Aha, siehst, wie du gesagt hast. Ja. Hat er schon gesagt. Hat er? Er kennt mich. Die sitzt dann so. Manu wird so sitzen. Ja. Ja, cool. Dann bin ich hier so ein bisschen eingetackert. Eingetackert. Ja, ich hatte mir diese Sitzbank ein bisschen unkomfortabler vorgestellt. Ich habe ja auch erst einmal bei der Probefahrt drauf gesessen, aber letztendlich ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Und von daher, ja, jetzt haben wir ja kein Sofa, aber ich kann da, glaube ich, ganz gut jetzt weiterhin auf der kleinen Sitzbank sitzen. Kumpel Franz ist wirklich unbezahlbar. Nicht nur, dass er den Bus angemeldet hat, er hat sich auch noch um ein paar Kleinigkeiten gekümmert. Conny, ich muss dir noch was zeigen hier wegen den Batterien an dem Ding. Ich habe da noch eine kleine Veränderung vorgenommen. Da war, weißt du, die Batterien sind ja hier, das kennst du ja von dem anderen Bus noch. Die also den Bus, den ich habe, da ist nur eine Batterie und die ist vorne drin. Siehst du, der hat hier so ein Schiebefach. Das ist wie bei dir, bei den Großen, ne? Ja, weil der eine hinten große Klimaanlage drin hat, glaube ich, dass der 2 Batterien wegen dem hat. So, die Batterien waren immer wieder leer. Mhm. So, seit der hier steht. Ich bin mit dem ja nicht gefahren, aber wo ich dann die Reifen wechseln wollte, habe ich gemerkt, Batterien leer. Ja. So, und das darfst du eben jetzt nicht mehr machen. Lass das mal zu. Also. Ich sag dir mal was. Die hatten das früher so gehabt, du konntest das Fach hier rausziehen und beide Batterien stehen drauf. Vielleicht sieht man das hier. Siehst du das? Ja, das ist ziemlich close, ja. Wie kann man sowas machen? Das weiß ich auch nicht. Das ist Plus. Das oder ist Minus und das ist gegenpolig. Ja. So, die standen basically hier so gegenüber. Oh, Mann! Ja, die sind zwar angeschraubt. Ja, aber wenn du irgendwo gegenfährst, die gehen noch zusammen. Wenn der einen Unfall hätte, der hätte garantiert einen Kurzschluss. So, dann habe ich das, man kann es aufmachen. Ich wollte das nur noch mal zeigen, dass du es auch weißt für später. So, wenn du das Fach rausziehst, ich habe hier einen Notschalter reingemacht, damit du ihn trennen kannst, das ist ein Trennschalter. Für beide Batterien, ne? So, ich habe beide Minus auf den Schalter gesetzt. Ja, okay. Siehst, beide Minus sind drauf. Ja. Daran siehst du, hier Minus, siehst, beide sind drauf. Habe von der vorderen Batterie hinten das Minus abgenommen, habe das hier gezogen. Und dann habe ich das Kabel, das hinterläuft, noch mal zusätzlich isoliert, weil da ja eine freie Stelle war, die früher mal hier drauf ging. Mhm. So, nur im Falle, du hättest unterwegs mal oder musst das machen oder musst es wieder ändern. Das ist das Originalkabel und ich habe 2 Zusatzkabel reingezogen, die isoliert sind. So, hiermit, wenn er oben ist, ist es aus. Und wenn er unten ist, ist es an. Als Conny den Bus Probe gefahren hat, hat er schon bemängelt, dass die Handbremse nicht richtig geht, also die Emergency Brake, was ja bei dem Bus mehr oder weniger mit der Parkautomatikstellung gar nicht benötigt wird. Aber wir haben es dann noch die Räder runtergemacht, haben ihm 6 neue Reifen draufgezogen, haben neue Ventile an den Felgen reingemacht. Das ist immer ganz wichtig, weil die oft Luft verlieren an den Ventilen. Die werden durch die Hitze hier bei 40 Grad geht einfach was kaputt. Dann die neuen Ventile reingemacht, eben alles, was man so braucht, Ölwechsel, Ölfilter, Scheibenwischer, alles, dass er auf dem Weg, wenn er nach Kalifornien jetzt das Ding transportiert, nicht plötzlich merkt, oh, viel Regen, Scheibenwischer funktionieren nicht. Ein bisschen weiter gedacht, die Lichter durchgeschaut, sodass so würde ich jetzt starten. So, jetzt schauen wir mal, da steht mindestens 3 Tage. Ah! Ja? Läuft! Also es funktioniert ja im Moment alles an dem Bus. Ne? Wir haben 6 neue Reifen, was immer ganz wichtig ist.
Die Elektrik ist gelöst. Und an und für sich kann das jetzt losgehen. Na, ob das auch die nächsten 3000 Kilometer so bleiben wird? Wir werden es sehen. Ach, was soll's. Hier schon mal ein kleiner Spoiler. Natürlich nicht. Also Steine geklaut? Ja. Conny, hast du dein, da sind nur Schuhe deine Hufeisen drin, oder was? Ja, ja, Manu. Yes. Was die alles immer mitschleppt, du. Da ist ein Ersatzrad noch drin. Ja, da sind Goldbahnen drin. Also man kann natürlich bei was Gebrauchtem, auch bei Neuem, nie sagen, wird es wirklich durchhalten oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, so wie der Bus jetzt gerichtet ist, hat man alles getan, was man im Prinzip machen sollte. Und es ist gemacht. So müsste es klappen. Telefonieren. Tschüss. Tschüss. Danke für den Besuch. Bye. See you. All right. Road trip starts now. Vergessen Wagenheber nicht. Oh. On the road again. Ja, ich weiß. Ja, wir gehen jetzt erstmal schön schlafen und morgen früh geht's dann los. Und ja, ich freue mich drauf. Dann gucken wir, ob der Bus hält. Nächste Station. Wie schnell der fährt, ne? Nö, nicht so, wie schnell der fährt. Wie weit er fährt. Wir testen mal, wie weit er fährt. So, Gepäck haben wir. Also alles da. Okay. Gut. Los geht's. Für heute Nacht hat Manu ein Hotel gebucht. Morgen soll's dann endlich losgehen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Joyn.